Herzsuche ist die stärkste Jägervariante in der aktuellen Season von Diablo 4. Ich zeige euch, welche Ausrüstung ihr benötigt, sowohl zum Farm als auch als Bosskiller. Ihr müsst nur einen Aspekt tauschen und schon seid ihr der perfekte Bosskiller. Keine Skillanpassung, keine Paragon, nur ein Aspekt. Aber bevor wir zu den genauen Details kommen, sprechen wir erstmal über die Pro und Kontras von Herzsucher. Auf der Pro-Seite haben wir erst sehr einfach zu spielen. Ihr müsst mit eurer Fähigkeit nicht einmal zielen, weil der Skill Herzsucher ist schon, wie der Name sagt, zielsuchend. Zudem ist er sehr schnell unterwegs, hat sehr guten Single-Target DPS und vergleichsweise sehr guten AOE. Auf der Kontra-Seite haben wir allerdings, dass es keinen direkten Burst-Schaden gibt. Die Ausrüstung ist zudem sehr teuer. Die höchste DPS-Bossphase ist immer im Stagger-Bereich. Dazu müssen wir auch eine kleine Combo üben. Fangen wir allerdings am besten einmal mit den Skills an. Diese beschreibe ich euch anhand von dem Bild von Modrarim. Er hat einen sehr guten Guide auf Mobalytics. Ich mache ein paar wichtige Anmerkungen. Fangen wir am besten an mit dem Skill Tree. Natürlich packen wir die maximale Punkte in unseren Herzsucher rein. Weiter geht's natürlich zu einer der wichtigsten Fähigkeiten für uns, die Cat Trips. Diese erhöhen unseren Schaden enorm und staggern den Boss. Weiter geht's zum Dash. Passive Weapon Mastery erhöht unseren Schaden zusätzlich. Im nächsten Bereich finden wir dann nun die wichtigsten Skills. Einmal die Rauchgranate, um unseren Schaden deutlich zu erhöhen. Hier müssen wir noch erwähnen, dass diese Granate auch eine Fallenfähigkeit darstellt. Dazu benötigen wir einen Aspekt, das erkläre ich euch allerdings etwas später im Video. Zweite Falle, nutzen wir die Giftfalle, die hilft uns enorm dabei, den Gegner zu staggen und Elite umzuwerfen. Unsere hauptsächliche Schadensreduktion erhalten wir vom dunklen Schleier. Diesen müssen wir nicht mal aktiv casten, da wir auch hier einen Aspekt nutzen. Wichtig zum Concealment, hier ist ein Punkt drin, den braucht ihr später nicht reinsetzen, solltet ihr Harlekins Krone haben. Dann könnt ihr den Punkt anderweitig verwenden. Zum Beispiel in euren Dash, um den Cooldown weiter zu reduzieren, zum Speedfarm. Nun kommen wir zur wichtigsten Passive, Frigid Finesse. Diese erhöht unseren Schaden gegen geschillte und gefrorene Gegner enorm und ist der Hauptgrund, warum wir Bosse im Stagger-Modus extrem schnell umhauen können. Und dann kommen wir auch schon zu unserer wichtigsten Passive, die Victimize. Das ganze Bild beruht auf Glückstrefferchance und auch Schaden gegen Verwundete. Kommen wir nun einmal zu der Ausrüstung und zu den Aspekten. Wir fangen beim Kopf an. Best in Slot ist hier die Harlequin Quest. Auf der Brust nutzen wir den Ambers Aspekt. Dieser bewirkt, dass wir mit einem kritischen Lucky Hit einen dunklen Schleier beschwören. Aus diesem Grund brauchen wir den dunklen Schleier auch nicht auf unsere Skillleiste mitnehmen. Der wichtigste Wert auf unserer Brustrüstung ist der dunkle Schleier, denn ein höherer Rang bedeutet, dass wir noch mehr aushalten. Zudem erhalten wir auch etwas mehr Crit-Chance, wenn wir immer zwei Schleierschatten aktiv haben. In den Härtungseffekten ist hier jetzt Total Armor drin, also prozentual Rüstung. Dieses benötigen wir nicht, wenn wir in den Schuhen einen Greater Affix Rüstung haben. Eine weitere Härtung ist Lucky Hit, um Gegner einzufrieren. Dies hilft uns enorm dabei, Bosse zu staggern. Jetzt kommen wir zum ersten offensiven Aspekt, Aspekt der Elemente. Dieser bewirkt, dass wir für eine gewisse Zeit mit einem gewissen Element mehr Schaden verursachen. Wir wollen natürlich physischen Schaden. Dieser Aspekt gibt uns 30% Schaden. Die Hälfte der Zeit ist er für uns allerdings nur aktiv. Das bedeutet, effektiv machen wir 15% mehr Schaden damit. Auf den Handschuhen sind die wichtigsten Werte Attack Speed, Lucky Hit Chance und Critical Strike Chance, sowie auf allen Offensivslots die Härtung, Schaden gegen verwundete Gegner. Nun zum allerwichtigsten Ausrüstungsgegenstand, unseren Hosen. Das allerwichtigste hier ist, nur die Skillerhöhung für Herzsucher haben. Wenn ihr einen Greater Affix habt und auch der erste Vollendungsprog in Herzsucher ging, erhaltet ihr bereits auf Stufe 9 eine weitere Erhöhung, ohne dass ihr kritisch auf Stufe 8 treffen musstet. Natürlich ist es besser, wenn ihr dreimal in Herzsucher reinkrittet, aber das könnte euch Milliarden kosten und auch enorm viel Zeit, um die ganzen Ressourcen zu fahren. Kommen wir zu den Schuhen. Hier ist der Aspekt of Explosive Werf extrem wichtig, denn der bewirkt, dass unsere Granatenskills jetzt auch als Fallen zählen. Dadurch sind alle unsere Falleneffekte aktiv, wenn wir einen Gegner mit Rauchgranate treffen. Das erkläre ich euch später genauer, wenn es um den Paragon Board geht. Auf unseren Schuhen sollte unbedingt Movement Speed, Rüstung und Max Life sein.
als Härtung ebenfalls Movement Speed. Die Rüstung kann aber auch auf einen anderen Ausrüstungsgegenstand sein, der ursprünglich Dexterity angibt. Zum Beispiel auf eure Brustrüstung könnte anstatt Dexterity Rüstung drauf sein. Oder auch auf euren Hosen Dexterity. Auf diesen drei Slots kann Rüstung drauf sein. Ihr benötigt den Wert Rüstung allerdings nur einmal. Und auf den anderen beiden Ausrüstungsgegenständen nutzt ihr stattdessen Dexterity. Unser wichtigster Damage-Aspekt ist Aspect of Moonrise. Er bewirkt, dass wir erhöhten Attack-Speed kriegen und nochmal 80% mehr Schaden und auch ein bisschen Movement-Speed. Aber uns geht es natürlich hauptsächlich um den Damage. Auf allen Waffen wollen wir als Werte Maximum Life, Dexterity und Schaden gegen Verwundete haben. Dabei ist Maximum Life und Schaden gegen Verwundete das Wichtigste. Nutzt als Zweihand-Fernwaffe bitte einen Bogen für den erhöhten Attack-Speed. In den Härtungen wollen wir wie auf allen Offensivaspekten Schaden gegen Verwundete haben. Auch bei der Vollendung sollte der Proc in Schaden gegen Verwundete gehen, allerdings in die Härtung, weil diese einen größeren Basewert hat. Als zusätzliche Härtung nutzen wir, dass der Herzsieger zweimal auslösen kann. Hier sollte ein kritischer Vollendungsproc in diese Härtung gehen. Solltet ihr keine Ahnung haben, was kritische Vollendungsprocs sind oder allgemein Probleme mit Härten haben, schaut doch mal in meinem anderen Video vorbei. Dieses verlinke ich euch oben rechts in die Infobox und in der Videobeschreibung. Zum Amulett, dem wohl teuersten und schwersten zu erhaltenen Ausrüstungsgegenstand. Wir nutzen den Aspekt der Anpassung. Dieser bewirkt, dass wir mehr Schaden verursachen, wenn wir über 50% Maximum Ressource verfügen. Das Wichtigste hier ist aber Ranks to Frigid Finest, dass wir erhöhten Schaden gegen gefrorene oder verlangsamte Gegner verursachen und erhöht somit unseren Boss-Damage enorm. Eine weitere Passive, die wir wollen, ist Exploit, aber auch Malice oder Weapon Master ist in Ordnung. Unsere Ringe sind von den Werten her identisch. Wir wollen Lucky Hit Chance, Crit Chance und Attack Speed. In den Härtungen wollen wir den dreifachen kritischen Vollendungsproc in dem Schaden gegen Verwundete haben. Der Rapid Aspekt auf unserem ersten Ring bewirkt, dass wir schneller angreifen und der Aspekt auf Retribution bewirkt, dass wir mehr Schaden, stunte Gegner oder umgeworfene Gegner verursachen. Bosse, die gestaggert sind, zählen ebenfalls dazu. Nun zu unseren Einhandwaffen. Wir fangen an mit dem Klingenmeister Aspekt. Wichtig ist allerdings, dass beide unsere Waffen Schwerter sind, denn im Gegensatz zu Dolchen verursachen wir mit denen 15% erhöhten kritischen Schaden. Der Klingenmeister Aspekt bewirkt, dass wir immer 20% erhöhten Schaden verursachen, basierend auf unserer derzeitigen Ressource. Allerdings haben wir immer maximale Ressource und somit auch den maximalen Effekt. Als zweite Waffe benutzen wir Accursed Touch. Dieser hat eine Glückstrefferchance von bis zu 35%, den vampirischen Fluch auszulösen. Mit dem haben wir einen noch höheren AOE-Clear und sind extrem schnell unterwegs beim Farmen. Diesen Aspekt tauschen wir allerdings aus, sollten wir gegen Bosse kämpfen. Denn da nutzen wir den Blast Trapper Aspekt. Dieser hilft uns beim Staggern des Bosses enorm und den Boss dauerhaft verwundbar zu machen. Weiter geht's mit dem Paramboard. Wir fangen wie üblich mit dem Starterbrett an, da haben wir keine große Wahl. Beim Leveln könnt ihr allerdings die Maximum Life und Resistance Notes erstmal weglassen. Diese sind allerdings im Endgame extrem wichtig. Als erste Glyphe holen wir uns die Control Glyphe, denn diese bewirkt, dass wir mehr Schaden gegen verwundete Gegner machen. Das zweite Brett ist die Schwachstellen ausnutzen und dann nutzen wir den Ranger, also die Fernglyphe. Sie bewirkt, dass wir 10% weniger Schaden erhalten, solange wir eine Fernkampfwaffe führen. Dies tun wir übrigens immer. Exploit Weakness sorgt dafür, dass wir weiterhin erhöhten Schaden gegen verwundete Gegner verursachen. Unsere nächste Glyphe ist die Stolzglyphe. Diese bewirkt, dass wir mehr Schaden gegen Gegner verursachen, die volles Leben haben oder bereits verletzt sind. Hier könnt ihr, wie vorher schon erwähnt, die Maximum Resistance und Maximum Life Notes erstmal weglassen und diese zu einem späteren Punkt nachholen. Die nächste Glyphe ist Chip. Diese bewirkt, dass wir mehr physischen Schaden verursachen. Weiter geht's mit dem tödlichen Hinterhaltsbrett. Auch hier können wir die Maximum Life Notes erstmal weglassen und uns direkt den Deadly Ambush, denn diese bewirkt, dass wir mehr kritischen Schaden verursachen gegen Gegner, die von unseren Falleneffekten betroffen sind. Und wie ihr bereits wisst, zählt auch unsere Granate jetzt als Falle. Die Glyphe Exploit sorgt dafür, dass wir mehr Schaden gegen verwundete Gegner ausrichten und Gegner immer direkt verwundbar machen. Die letzte Glyphe ist die Hinterhaltsglyphe. Auch diese bewirkt, dass wir mehr Schaden verursachen, wenn Gegner von unseren Fallen betroffen sind.
Unsere Kombo basiert darauf, dass wir einen Falleneffekt auf unseren Gegner auslösen. Entweder Giftfalle, die wir direkt unter dem Gegner platzieren müssen, oder Rauchgranate, die wir vom Weiten nutzen können. Zudem müssen wir auch immer darauf achten, dass der Boss in unseren Krähenfüßen drin steht. Zusätzlich erhöhten Schaden machen wir durch den Boss einmal Dashen. Aber unsere Haupt-Damage-Phase ist, sobald der Boss gestaggert ist. Einen weiteren wichtigen Kombo-Punkt erhaltet ihr, wenn ihr jetzt den Abonnier-Button drückt. Ich bin DJ, and don't forget, we are the Shadow.